So Leute, willkommen zurück zu Pokémon Legenden Arceus. Wir können eigentlich noch ein paar Bällchen herstellen. Ich möchte noch ein paar Hyperbälle. Für den Fall, dass ich hier was fangen möchte. Wir sind ja gerade hier auf dem Weg jetzt tatsächlich nach oben. Und eigentlich habe ich Bock, dem Evoltech da hinten eins auf die Rübe zu hauen. Das ist stark. Aber es kann nur Feuerschlag. Warum brennt mein Stein? Na komm, das ist mir nicht wert, da ein bisschen mehr Stärke drauf zu hauen. Jovatz, du packst das. Weißt du, was das für XP gibt? Okay, ich glaube, ich sollte es fangen. Jovatz wird langsam ziemlich angeschlagen. Okay, es will nicht. Aber es wird wütend. Krafttechnik, Feuerschlag. Und es reicht sogar, um Geowatz zu killen. Okay, du hast es so gewollt. Viscago. Hyperball. Nee, es will nicht. Es will einfach nicht mitkommen. Es ist weiterhin wütend. Du hast es so gewollt. Drachenpuls. Ihr geht mir auf den Keks. Und ihr meint, ja, du kannst sie auch so fahren. Ja, wenn sie im Ball bleiben würden, könnte ich das. Machen sie bloß nicht. Haben die überhaupt gar keinen Bock drauf. Also ich versuche noch einmal zu fangen und dann wämmt sich das Vieh weg. Die XP sind wertvoller, als dass wir das Vieh fangen. Du hattest deine Chance. Jetzt noch einen Feuerschlag gemacht, wenn wir hin. Jetzt werden wir ja sehen, wer hin ist. Wir. Schön, dass wir drüber geredet haben, finde ich. Okay, wir gehen uns erstmal ausruhen. Da irgendwas? Nein, das sind nur Blumen. Alles klar. Warte mal, ganz blöd. Bei ihm kann ich doch auch einkaufen, ne? Ich wollte mal gucken, wie viel Hyperbälle kosten.
Weil wir haben ja schon festgestellt. Warte mal, was glitzert denn dahin? Hier glitzert eine Kiste. Dann möchte ich diese Kiste gerne mitnehmen. Ja, es sind ist zumindest ein Hyperball drin. Es sind auch mehr so Kisten, aus denen ich Hyperbälle mitnehmen kann. Ja. Kostet mich 400, einen Hyperball herzustellen. Deswegen hätte es mich jetzt einfach mal interessiert, was es mich kosten würde, einen zu kaufen. Okay, hier sind viele kleine Hubbel offenbar. Da oben sieht man sogar aus der Entfernung schon die Ruine. Die Viecher, die Legenden, die sind ja immer so Level 70, ja. Ich habe so meine Zweifel, dass wir mit denen einfach so fertig werden auf unserem jetzigen Stand. Ich habe fast das Gefühl, wir müssen noch ein bisschen trainieren und noch ein paar Eliten umkloppen. Dieses Steinpforte, mir wurde befohlen, niemanden durchzulassen. Aber ehrlich gesagt weiß ich nicht, ob das immer noch gilt. Könntest du das mal überprüfen? Natürlich. Ich guck nach, ob noch keiner drin ist und ob noch keiner rein darf. Wer ist er? Oh, Beshi? Oha, du verweilst also noch unter den Lebenden. Tut mir leid, dass ich die heiße Kost vorerst dicht machen musste. Ich würde auch lieber weiter Kartoffelmochi servieren. Aber den Boko, dieser Lump, hat mich dazu verdonnert, die gesamte Lebensmittelversorgung hier zu schmeißen. Ach, meine armen alten Knochen, du siehst viel älter aus als vorher. Doch genug, Hermann. Jetzt wird Arbeit erledigt und wo ich schon mal dabei bin, dich erledige ich gleich mit. Ist das dein Ernst? Ich bin den Bokos Problemlöser. Wer mir in die Quere kommt, wird von mir niedergestreckt, das habe ich ihm versprochen. Außerdem brennt auch in mir der Wunsch nach einer neuen Welt, in der ich friedlich leben kann. Hier, diese Rauchkugeln sollten dir bekannt sein, nicht wahr? Damit mache ich das hier. Als ich hörte, dass du die Königinnen und Königin besänftigt hast, was mein Herz in Wallung gebracht hat... Was hat das mein Herz in Wallung gebracht? Mein Herz sprang mir fast aus der Brust. Doch meine Ninja-Künste waren... schon dem Verfall geweiht. Doch nun haben sie einen würdigen letzten Gegner gefunden. Da Fuck. Du bist eigentlich ein Top-Klasse-Kämpfer? Das nenne ich mal einen Plot-Twist. Xanto, lass dich nicht unterkriegen. Gleich nochmal drauf. Sneeboss und seine Ruckzuckhiebe. Bin mir gerade nicht sicher, was diese Sneeboss für einen Typ haben, also setze ich mal Silvaro ein. Ich möchte eigentlich gerne mal einen Beleber auf Axanthor schmeißen, dass der am Ende Erfahrungspunkte auch kriegt. Mein Silvaro Unheilsklauen. Oh, Giftangriff. Oh Gott. Tempo-Drillingspfeile.
Und jetzt mit voller Kraft Drillings. Sevaro läuft nicht mehr auf Hochtouren. Oh. Okay, der Kerl macht es uns nicht gerade einfach. Los, Galopper. Volle Kraft mit dem Flammenrad. Okay, der greift mir eindeutig zu oft an. Das Vieh ist übel. Egal, mein Whiskago macht das. Komm, volle Kraft mit dem Eisenschädel. Galagladi. Kampfattacke. Ich habe leider kein Psycho-Pokémon dabei. Wer hätte gedacht, dass ausgerechnet Mubeshi so ein harter Gegner ist. Ihn habe ich definitiv unterschätzt. Bin ich ganz ehrlich. Dass er selbst bei Geowatt so viel zieht, ne? Aha, in der Rauchwolke findest du mein Geowatz nicht. Oh fuck, Geowatz ist wieder zu sehen. Mach es fertig, Geowatz. Eins hat er noch. Wir haben noch Wallreiser. Gerade war. Dämliche Feen. Ich habe nichts Gutes gegen Feen. Ich habe keine. Ich habe ein Stahl-Pokémon, aber mein Stahl-Pokémon ist derzeit hin. Muss ich erst wiederbeleben. Oh, mit einer Kraftattacke steigt auch die Genauigkeit. Dann machen wir jetzt mal Krafttechnik Blizzard. Perfekt. Er leidet Frostbrand. Okay. Künste der Ninja werden wohl bald nicht mehr vonnöten sein. Ja, dann kriegen jetzt gar nichts. Eine beeindruckende Darbietung. Nur ein närrischer Ninja würde sich immer wieder an einem Gegner versuchen, den er nicht zu bezwingen vermag. Und eigentlich finde ich dich gar nicht so übel, muss ich zugeben. Vor allem, weil du dich so gut aufs Kämpfen verstehst. Aber nun spitz mal die Lauscher, Wolf. Pokémon sind furchterregende Kreaturen. Denn Bucke und ich, wir beide haben mit ansehen müssen, wie tobende Pokémon unsere Heimat in Schutt und Asche legten. So viele unserer Brüder und Schwestern ließen dabei ihr Leben. Aus diesem Grund will den Boko hier in Hisui ein Refugium errichten. Einen Ort, an dem wir in Harmonie und Eintracht leben können. Um dieses Ziel zu erreichen, dürfen wir auch vor drastischen Maßnahmen nicht zurückschrecken. Mal angenommen, ein Pokémon schlüpft durch den Riss im Himmel. Es könnte gut sein, dass der Boko dabei prompt alle Vernunft fahren lässt. Bring den Expeditionsleiter zur Raison, sollte es soweit kommen. Notfalls mit roher Gewalt. Wenn das für mich tust, darfst du dir auch den Bauch nach Herzenslust mit köstlichen Kartoffelmochi vollschlagen. Mach ich. Das ist schon wieder so eine Zeichnung mit den ganzen legendären Pokémon.
Aber ich glaube, das da sind Ultra-Bestien. Guckt euch das mal an. Oder das sind die Königinnen und Könige. Das kann auch sein. Aber ich meine, das... Ist das da oben Regi? Oben links? Also nicht ganz links. Zweites von oben links. Das ganz links oben sieht aus wie ein Vegimon. Digimon. Sieht aus wie ein bisschen Monster Hunter Zeichnungen zu den Viechern. Finde ich aber mega gut gemacht. Gefällt mir. Aber ich befürchte, wir haben einfach nicht den Wumms jetzt schon, den Boku aufzuhalten. Also der hat uns ja schon ziemlich fertig gemacht. Der hat uns ja jetzt richtig den Hintern versohlt. Und ich merke gerade, ich nehme immer noch mit 30 FPS auf. Wollte ich das nicht wegmachen? Ja. Mache ich noch. Obwohl, jetzt kann ich auch die Schnellreise gerade aktivieren. Ich glaube, wir müssen echt noch ein paar Pokémon fangen und ein bisschen trainieren. Bevor wir hier, ups. Nee, nicht an die obwohl. Solche Sachen kann ich eigentlich auch lagern. Brauche ich ja nicht den Kram gerade. Aber ich glaube, ich muss ehrlich noch ein kleines bisschen trainieren, bevor ich hier weitergehe. Also wenn wir nicht mal Level 60 sind, dann haben wir hier einfach keine Chance. Gut, Leute. Dann würde ich sagen, beim nächsten Mal fangen wir noch ein paar Pokémon. Ihr lasst mir ein nettes Kommentar da. Einen Daumen nach oben. Ich hoffe, der Part ist lang genug, weil mein Aufnahmeprogramm spinnt gerade ein bisschen. Und wir sehen uns, wenn es weitergeht, mit Pokémon Strahlender Diamant. Quatsch. Legenden Arceus. Mein Gott, ich krieg's irgendwann auf die Reihe. Bis dann, euer Wolf.